Hi Leute und willkommen zurück zu Super Metroid. Wir haben beim letzten Mal den Ice Beam gefunden, der es uns ermöglicht hat, hier in Brinstar sind wir, glaube ich, ne, jetzt weiterzukommen. Und zwar diesen langen Tunnel hier rauf zu klettern. Ja, und jetzt schauen wir mal. Ja, was uns hier noch so erwartet. Auf jeden Fall Insekten, die da unten rauskommen. Ups, ah, ich hab... Nein! Kommen wir hier irgendwie raus? Ja. Wo bin ich? So, jetzt sind wir rausgekommen. Es hat Gott sei Dank nicht allzu viel Schaden gemacht. Mann, warum sind hier so viele Gegner? So. Warum sind hier so viele Gegner? Verdammte Axt, wir müssen hier mal dringend von diesen Plattformen runter. So. So, mal gucken, ob da noch was ist. Gott sei Dank machen diese ganzen Dornen hier ja gar nicht so viel Schaden. Dass man da mal locker flockig durchkommt. Man sieht auch, hier ist ein so ein Raum mitten im Nirgendwo. Noch mit einem Goodie oder so drin. Vielleicht sollte ich einfach auch... Ich wollte gerade sagen, vielleicht sollte ich generell mal jede dieser komischen Blumen auf dem Boden austesten, wo die Viecher rauskommen, ob man da nicht einfach durchfallen kann. Aber jetzt sind wir erstmal hinter einer orangen Tür, die uns nicht mehr zurücklässt. So, wir können unten weiter, aber ich würde jetzt gerne erst einmal in diesen Safe-Raum hier rein. Und einmal speichern, was es zu speichern gibt. Ja, bitte. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt auch erstmal nach unten weiter, weil das ist auf jeden Fall was, was nicht auf der Karte eingezeichnet ist. Und ich gehe ja immer lieber die Pfade, die nicht eingezeichnet sind, weil ich sie nachher eh nicht mehr wiederfinde. Wenn ich dann einmal hier weg bin, habe ich eh vergessen, dass hier irgendwo so ein Pfad gewesen ist. Deswegen... Oh, was stimmt mit denen nicht? Mit den Kollegen? Kriegen wir die irgendwie kaputt? Oder sind die nur dafür da, damit wir sie einfrieren können und sie neue Plattformen ergeben? Aber wir kriegen sie auch kaputt. Ah, guck mal, jetzt nähern wir uns hier sogar dem Raum, der hier mitten auf der Karte eingezeichnet ist und der sonst nicht zu erreichen war. Hören die auch irgendwann auf zu kauen, oder? Achso, ja doch, ich... Okay, sie machen Gott sei Dank wirklich relativ wenig Schaden, aber ich müsste trotzdem mal da rauskommen. So, das ergibt neue Plattformen. Okay, man kann aber schon wunderbar austesten, ne, ob man hier irgendwie mal durchfallen kann durch diese Blumen irgendwo. Bin mir sicher, es wird die eine oder andere Stelle geben, wo das der Fall sein wird, aber hier nicht. Naja, vielleicht in diesem anderen Gang da. Wir werden es nicht mehr rausfinden, zumindest vorerst nicht. Wow. Wir haben hier gerade die Powerbombe gefunden. Mal so eben einfach so. Powerbombe ist super nice. Weil es einfach mal der beste Detektor ist, um irgendwelche, man kann sie auch nur im Liegen platzieren, um irgendwelche Wände zu finden, die irgendwie durchbrechbar sind. Weil ich glaube, zumindest ist es in neueren Teilen so, die Powerbombe deckt auch alle anderen Stellen an Wänden auf. Auch wenn sie mit der Powerbombe selber nicht durchbrechbar sind, zeigt es einem zumindest an, wie man die Wand, wenn man sie mit irgendwelchen anderen Items halt öffnen kann. Ich bin schon wieder hier drin. So, macht die Powerbombe auch diese Viecher kaputt? Ja, macht sie in der Tat. Aber anscheinend macht die Powerbombe auch mehr Schaden, je näher man dran ist. Sonst anders könnte ich mir nicht erklären, warum ausgerechnet diese beiden Viecher da überlebt haben. So, ich hoffe mal... Ah, es sieht auch so aus, dass Gegner jetzt auch ausreichend Powerbomben fallen lassen, wenn wir sie dann brauchen oder nicht mehr voll haben. Und auch das sieht so aus. Ah, Powerbombe macht die orangen Türen auf. Sehr gut. Ja, dann können wir es jetzt hier auch nochmal austesten. Ob sie irgendwo weiter runter geht. Das hier können wir auch mal austesten. Es macht auf jeden Fall einige Gegner kaputt. Gibt ein bisschen Leben, neue Missiles. Oh. So, hier bomben wir auch nochmal. Zack. Okay, auch hier geht es nicht so richtig weiter. Es wird einfach nur auf uns rumgekaut. So, wie viel Leben haben wir noch? Es ist Gott sei Dank keine Gefahr. Man sieht oben, das Leben tickt so im einstelligen Bereich runter. Das ist okay. Ich hätte echt vermutet, dass man durch diese Blumen hier auch mal irgendwo durchfallen kann. Ist aber offensichtlich nicht der Fall. Okay, dann
wenn wir irgendwann mal nicht mehr in diese Blumen hier reinfallen, begeben wir uns irgendwann mal weiter. So, ein bisschen Leben gar nicht so verkehrt, weil wir hier einiges doch mittlerweile in Summe zumindest verloren haben. Okay, orange Türen können wir jetzt öffnen. Das eröffnet uns auf jeden Fall auch wieder den einen oder anderen Weg, wo ich aber definitiv auch nicht mehr weiß, wo es gewesen ist. Ich spreng jetzt immer einfach regelmäßig hier alles in die Luft. So ist zumindest der Plan. So, wollen wir links weiter? Weiter nach oben. Wir gehen erstmal nach links. Oh, falsche Richtung geschossen. Oh, die ersten beiden hätten wir. Hätte eigentlich erwartet, dass die da unten irgendwas machen mit uns. Machen sie aber nicht. So, und die Gegner hier sind auf jeden Fall schon... Was wollte ich sagen? Wesentlich geiziger, was Superbomben angeht. Boah, ich hasse diesen Rhythmus, ey. Ich werde ihn nie drauf haben. Naja, Wand abgebombt. Das kann nicht alles hier gewesen sein. Ich will hier nochmal eine Megabombe hochgehen lassen. In dem Raum. Und wenn es nur diese Viecher da ganz unten sind, die uns Megabomben hinterlassen. Die waren dafür eine relativ zuverlässige Quelle gewesen. Dann gehen wir nochmal hier runter. Okay, es gibt anscheinend doch Gegner, die es mehr und Gegner, die es weniger droppen lassen. Ja, siehst du, die droppen die nämlich immer hier, diese komischen... Ich weiß gar nicht, was es ist. Es sieht aus... Wenn es nicht so grün wäre, würde ich sagen, es ist eine Nacktschnecke, aber so hundertprozentig sicher bin ich mir nicht, was es darstellen soll. Auch hier, ne? Mit dieser Röhre hier. Also ich glaube, die ist oft nur Hintergrundgrafik. So, jetzt haben wir schon wieder nur noch eine Megabombe. Dann lassen wir mal kurz die Gegner hier wieder spawnen und dann haben wir hoffentlich wieder drei mehr. Hm, ja, also die sind sehr zuverlässig, was das angeht. Im Gegensatz zu diesen komischen Viechern hier. Aber die hinterlassen dafür sehr viel Leben. Quasi auch fast immer. Wir haben auch gar nicht mehr so viel Leben gehabt, ne? Wenn wir jetzt schon zwei große eingesammelt haben und immer noch nur zwei voll haben. So, dann würde ich sagen, geht hier mal eine hoch. Ah, okay. Nein! Ich wollte... Können wir das mal ausstellen? Danke. So, draufgehen muss ich hier jetzt allerdings auch nicht. Ich sagte, draufgehen muss ich hier jetzt allerdings auch nicht. Hm. Ah, okay, okay. Hier ist endlich ein Raum, wo man durch so eine Kackpflanze durchfallen kann. Und es hat uns eine Missile mehr gegeben. Immerhin das. Da sage ich nicht nein gegen mehr, beziehungsweise es hat uns eine Powerbombe mehr gegeben. Jetzt wäre es irgendwie cool, wenn ich hier nicht verrecken würde. So, durch sind wir. Eine Sekunde, der Ton scheint mir ein bisschen leise zu sein. Oh shit. Ich weiß warum, naja, muss ich gleich in einer Aufnahme nachbearbeiten. Der Game Sound im OBS-Studio war auf leise gestellt. Ich glaube, weil ich mit jemandem Switch gezockt habe und ich das ja durch meinen PC durchschleifen muss und beim normalen Zocken war mir der Ton irgendwie zu laut gewesen. Shit. Naja, ihr solltet das nicht hören. Jo, 6 Powerbomben haben wir. Und hier oben... Jetzt kommen wir wieder... Jetzt müssten wir doch eigentlich wieder in... genau, Quarantäne wollte ich gerade sagen. Krateria sein. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen, wo wir gerade hier sind? Ja, jetzt habe ich doch irgendwie die Tendenz, in jedem Baum mal so eine Powerbombe platzen zu lassen, ne? So, das ist aufgegangen. Ansonsten nichts. Wir gehen einmal ganz an den Anfang zurück. Beziehungsweise wir sind eigentlich fast am Anfang.
Was war hier gewesen? Warum sind wir hier nicht weitergekommen? Grüne Tür mal irgendwann. Ja, ich glaube, auch hier machen wir mal sowas. Gucken mal großflächig, ob es hier noch irgendwas zu erkunden gibt. Ich weiß nur nicht, wie weit so eine Bombe Reichweite außerhalb des Bildschirms durch hat. Okay, aber hier ist nichts in den Wänden. Aber ich bin sicher, ne? Auch hier in diesem riesigen Gebiet wird irgendwo in den Wänden mal irgendwo was sein. Ich glaube, irgendwann können wir ja, wie gesagt, auch noch ganz komplett fliegen. Man sieht auch, da würde es noch höher gehen, aber da kommen wir definitiv noch nicht dran. So, auch hier ist nichts. Hätten wir das aber schon mal abgesucht. So, jetzt haben wir keine Megabombe mehr. Und auch hier würde ich ganz gerne mal nach links oben kommen, aber ich glaube, auch dafür reichen unsere Fähigkeiten noch nicht. Ich kann es nochmal hier oben draufstellen, aber wir werden wahrscheinlich bei unserem Raumschiff irgendwo auskommen, würde ich vermuten. Selbst wenn ich hier knapp abspringe, ich habe keinen Mehrfachsprung, gar nichts. Da sogar noch vor unserem Raumschiff. Nee, nee, hier links die Wand können wir noch nicht erklimmen. Aber bevor wir uns nach rechts weiter begeben, wollte ich nochmal einen Raum hier nachholen. Das schwebt mir schon, seit wir anfangs mal hier gewesen sind, im Kopf irgendwie rum. Dass hier eine Tür war, die ich mir irgendwie mal vornehmen wollte, die ich aber dann immer wieder vergessen habe. Genau, das ist die unter diesem Speicherpunkt. Da kommen wir jetzt im Prinzip gleich auch schon hin. Ja. So, war es hier runter? Ja. Da hatten wir ganz am Anfang mal reingeschaut und festgestellt, da brauchen wir einen Morphball für. Und ich glaube, dann sind wir nie wieder gekommen, nachdem wir den Morphball hatten. Und mittlerweile haben wir auch so einiges an Items mehr. Ah ne, hier ist der Speicherpunkt drin. Das heißt, selbst wenn dahinter noch eine Blockade sein sollte, könnte es sein, dass wir trotzdem durchkommen. Ah ja, genau, doch, ich glaube, wir waren schon mal drin, hatten dann aber wahrscheinlich die Morphbombe noch nicht. Jetzt kommen wir auf jeden Fall durch. Boah, kann ich das endlich mal aus meinem Kopf abhaken? Es ist ein weiterer Missile-Container. Besser als nichts, aber irgendwie ist die Megabombenversorgung doch schwach hier. Ich hätte gehofft, dass ein paar mehr Gegner ein bisschen was fallen lassen in der Richtung. Aber zumindest alles das, was ich hier schießenderweise und so erreichen kann. Ach, ich glaube, es sah wieder nur so aus, als wenn man da durch konnte, weil der Schuss, habe ich ja schon mal irgendwann festgestellt, sieht immer so ein bisschen aus, als wenn er in die Wand reingehen würde. Ja, zu früh. Boah, wie kann das zu früh sein? Einen Affen. Zu früh. Zu früh. Und dann komme ich da oben nicht weiter, aber auch da würde es gehen. Ja, und wenn ich rein könnte, ne, könnte ich einfach reinspringen. Okay, lassen wir das einfach mal sein. Okay, dann würde ich sagen, begeben wir uns jetzt rechts zu unserem Raumschiff zurück. Schon wieder ein paar Missiles mehr, 45. Ja, Megabombe, Megabombe ist auch super ätzend, ne? Kriegt man immer nur eine von, ne? Für jeden weiteren, für jedes weitere Upgrade, was man findet. Also das heißt, selbst wenn wir nochmal 5 finden, haben wir trotzdem gerade mal 10. Es reicht nicht, um sich hier mal schön durch alle Wände zu bomben. Warum haben wir eigentlich nur noch so wenig Leben? Na, wir kommen jetzt eh gleich am Raumschiff vorbei. Raumschiff füllt eh alles auf. Ne? Ich glaube, Power-Missiles, Power-Bomben, Mega-Missiles, wie auch immer sie alle heißen. Power-Mega. Ich kann mir eh nicht merken, was was ist. So, zack. Einmal raus hier. Einmal voll machen, speichern bitte. Ah ne, wir haben...
Wir haben sogar 10 Powerbomben. Dann gibt doch einen Powerbomb-Container. Wir haben echt nur 5 der großen Missiles bis jetzt. Dann gibt doch ein Power-Up davon, 5 Stück mehr. Es ist wahrscheinlich gerade nur auf 6 gegangen, weil wir vorher nur eine hatten. Und dann haben wir 5 dazugekriegt. So, das geht doch ganz gut. Hier waren wir jetzt schon überall gewesen, ne? Wände abgebombt und so. Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal hier nach rechts weiter, wo wir gerade ausgekommen sind. Was lassen die denn da fallen? nee, so. Das ist auch eine geile Art, um solche Türen aufzumachen. Kann ich sie eigentlich nachträglich mit einem normalen Schuss aufmachen? Ja, das ist, oh nein, unter Wasser. Was muss das sein? Da unten kommt man durch. Oh, wir brauchen dringend, also wir werden jetzt wahrscheinlich hier auch hoffentlich irgendwo kriegen, oder es ist erstmal ein Vorgeschmack, wie sich Wasser, oh nein, das hätte nicht sein müssen, vergessen die Powerbomben auszumachen, oder es ist ein Vorgeschmack, wie sich Wasser erstmal generell in diesem Spiel anfühlt, aber wie man sieht, es gibt auch noch einen Suite, der uns hier die Trägheit wegnehmen würde, aber ich glaube, das ist aktuell nicht drin. Ich glaube, hier geht es auch gar nicht weiter. Hier geht's. Ich muss mal dringend dran denken, meine Bomben oben auszumachen. Dann können wir wieder zurückgehen. Hier geht es erstmal gar nicht weiter. Glaube ich. Dann müssen wir doch erst nochmal die ein oder andere orange Tür öffnen, die wir jetzt öffnen können. Ich glaube, darum geht's jetzt. So. Wenn ich nur wüsste, wo das hier irgendwo mal der Fall gewesen ist, ne? Dann gehen wir halt so durch diese Wand durch. Dieser Slowdown, wenn man so eine Powerbombe findet, ne? Zündet, der fand, glaube ich, auch im Original schon statt. So, alles wieder voll, alles gespeichert, sehr schön. Ja, die Frage ist nur, wir hatten 2 Wege nach Brinstar runter. Im Brinstar waren auf jeden Fall orangene Türen, dann bin ich mir sicher. Oder war es Norfair? Naja, wir werden es irgendwann sehen. Wollen wir hier schon eventuell runter? Beziehungsweise, wenn, können wir auch den Weg hier nehmen. Ich wollte gerade sagen, mal gucken, wie hier die Wandsituation so aussieht. Ganz gut. Ja, man merkt schon ein bisschen das ganz strikt geleitete. Scheint hier so ein bisschen vorüber zu sein. Ich baller hier einfach überall mal eine Megabombe raus. In jedem Raum, um zu gucken, ob es hier noch irgendwas gibt. Ach, schade. Ich dachte, ich könnte sie renderweise über einen Haufen rennen. War aber nicht der Fall. Okay, dann scheint es das hier tatsächlich schon gewesen zu sein. Ich glaube, ich habe mal die Bombe bekommen und das war's. Diese Megabombe war jetzt ein bisschen überflüssig gewesen. Die Frage ist, wo wollen wir jetzt weiter, ne? Wollen wir hier nochmal nach Brinstar runter? Da sind wir rausgekommen. Naja, wir gehen hier nochmal runter. Wandeln wir mal auf Pfaden, die wir uns ganz am Anfang irgendwann mal angeguckt haben. Speicherstation, brauchen wir die jetzt?
Achso, hier war die Nummer. Hier war die Nummer hinter. Was war hier gewesen? Tja, ich weiß nicht, ob das sämtliche Ecken des Raumes so abdeckt. Aber hier war auch schon was gewesen. Oder ist auch immer noch Map Terminal. Gibt uns aber, glaube ich, nichts mehr, wenn wir es einmal entdeckt haben. Naja, ein bisschen was wegkommen. Wegbomben kann man mit 10 Bomben, ne? Aber irgendwann gehen auch die zur Neige. Und echt, ich habe noch keine Viecher außer diese komischen Schnecken gefunden. Die bereitwillig mal Megabomben droppen lassen. Ist eigentlich auch schon frech. Also ich finde wenigstens so random. Es muss ja nicht jedes Viech wie diese Schnecken immer eine Bombe droppen lassen. Aber so ab und zu könnte das schon mal sein. Ich meine, hier die Wände sehen auch alle mega brüchig aus, aber... Anscheinend tut sich hier zumindest nicht so viel, was Bomben angeht. Man weiß natürlich auch nicht, auf welcher Höhe man hier jetzt ungefähr hätte bomben müssen, eventuell. Also ich weiß, dass wir einige braune Türen zwischendurch gesehen haben. Ich weiß halt nur nicht mehr wo. Oder orange Türen. Ah, ich glaube, hier der Weg ist kompletter Mumpitz. Obwohl, wir wollten ja hier mal nach Brinstar rein, ne? So gesehen ist er dann doch kein Mumpitz. Okay, Decke. Na, hier ist überall Decke, ne? Auf jeden Fall nicht so, dass ich hier irgendwo mal hoch könnte. Aber man sieht keine Decke, ne? Das ist so seltsam. Okay. Und hier? Ne. Na gut. Dann gehen wir jetzt hier mal nach Brinstar wieder runter und schauen mal, ob uns das irgendwo weiterbringt. Aber auch das gehört halt zu Metroid dazu, ne? Sich dann irgendwie mal, wenn man dann nichts mehr sieht, einfach mal umzuschauen, um mal zu gucken in alten Gebieten, wo man eventuell noch her könnte. Da oben im Raum, in dem Fahrstuhlraum, hätte ich ganz gerne auch nochmal eine Bombe gelegt. So, genau, hier sind wir ganz am Anfang. Morphball haben wir hier als erstes bekommen. Ich erinnere mich. Und diese Kamera, ich meine Kamera, die uns beobachtet hat, die ist allerdings weg. Ja, guck mal, Megabombe. Man sieht schon, hier würde es auch definitiv weitergehen, wenn wir denn Bomben hätten. Es wäre auf jeden Fall ein neuer Pfad, den wir damals definitiv noch nicht bestritten haben. Aber dafür hätte man mal seine Bomben nicht ganz so inflationär raushauen dürfen. War links nicht sogar eine Aufladestation? Rechts meine ich. Hey, wie sie einem auch nichts hinterlassen. Das ist schon frech, oder? Nice! Ein Energy Tank haben wir gefunden, der hier einfach mal in die Wand eingearbeitet war. Wie lustig ist das denn schon wieder, Leute? Zufällig hingeballert und wir finden einen Energy Tank. Boah, wir brauchen Megabomben. Und zwar überall hier. Links, rechts. Müssen wir uns schon mal merken. Aber wir bräuchten auch erstmal ein, zwei Megabomben dafür. Ist hier ein Aufladeterminal? Irgendwo war so mal so ein Raketenaufladeterminal gewesen. Wo ich mich gefragt habe, warum und wofür das ist. Auch hier sieht es so aus, als wenn man da unten irgendwie runterkommen müsste. Tja. Aber wenn uns kein Gegner Megabomben hinterlässt, außer diese komischen Schnecken, ist das jetzt natürlich scheiße. Mehr gibt es ja auch nicht zu tun. Leute, ich gehe mal eben zu meinem Raumschiff Bomben auftanken und dann sehen wir uns hier wieder. Okay, Leute, wir sehen uns doch nicht ganz unten wieder, sondern knapp auf dem Weg dahin. Ich habe nämlich hier auch nochmal, wie man sieht, an der einen oder anderen Stelle ein paar Megabomben losgelassen.
und dabei noch einige Wege entdeckt. Ja, und das schauen wir uns mal zusammen an. Ich muss sagen... Oh, hier sinkt irgendwas ab. Wow. Frage ist nicht, ist sogar, will man nicht darunter, ne? Nein, es macht nicht so den Eindruck. Zumindest nicht so auf Anhieb. Wir können mal jeweils, auch hier könnte man sich noch munter durch die Gegend bomben, ne? Okay, hier sind wir jetzt auch drin. Naja, gut. Wenn, machen wir es jetzt auch so. Okay. Oh Gott. Okay, jetzt haben wir hier aber immerhin schon mal einen Hinweis auf der Karte, dass es hier noch irgendwie weitergehen könnte. Ja, gut, man könnte das mal alles so machen, ne? Dann würde man hier ein bisschen bequemer drüber kommen. Nein, so sollte man es allerdings nicht machen. So. Ich wollte gerade sagen, ich will meine Bomben jetzt eigentlich nicht zu inflationär raushauen, weil ich weiß noch mindestens zwei, drei Stellen, wo ich gerne mal nachgucken würde. Eine habe ich hier links. Also ich habe noch zwei weitere gefunden, die ich schon kenne. Beim Rumbomben. So, die eine war nochmal hier unten. Hier geht es nämlich auch nochmal links weiter. Wenn ihr mal irgendwie... Oh, eine Tür, die erst aufgeht, wenn wir alle Gegner hier besiegt haben. Dann machen wir das selbstverständlich auch nochmal. Ist ja auch gar nicht lang, dieser Raum. Kein Thema. Kriegen wir immer ein bisschen Lebensenergie wieder. Boah, ich müsste auch mal gucken, ob es irgendeine zuverlässige Methode gibt. Keine Ahnung, Mega-Missiles, Mega-Bomben wieder zu gewinnen. Ich habe schon probiert, Gegner mit aufgeladenen Schüssen zu besiegen, Gegner mit Mega-Missiles zu besiegen. Hat alles nichts gebracht bis jetzt. Weil jedes Mal wieder zu unserem Raumschiff zurück, wenn hier kein Raketenterminal in der Nähe ist, ist auch nicht so die Mega-Option, ehrlich gesagt. So. So, ja, man sieht, der Raum ist auf jeden Fall hoch. Ja, dann macht es mal so, ihr zwei. So, nach meinem Verständnis haben wir alle Gegner besiegt. Dann sollte die Tür da unten jetzt eigentlich flackern und wir sollten da durch können. Oh, wie tief dieser Raum ist, ey, das gibt's überhaupt nicht. Wow. Auch jetzt flackert sie nicht. Da oben war jetzt nur noch ein Aufzug gewesen, oder? Der uns definitiv aus diesem Raum hier komplett rausbringt. Nee, nee, das ist ein neuer Raum. Damit löse ich ein Ladescreen aus oder einen Raumwechsel und dann sind alle Gegner wieder da. Da habe ich jetzt auch nicht so viel Lust drauf. Ich glaube, ich muss auch nochmal zu meinem Raumschiff gehen. Das mache ich aber zwischen den Parts und mir neue Megabomben holen. Weil ich will jetzt hier nochmal eine ausprobieren. Ob sich hier irgendwas finden lässt? Ich guck mal eben, Leute, ob ich hier noch irgendwas finde. Okay, Leute, also links unten für die Tür habe ich tatsächlich keine Lösung mehr gefunden. Ich habe mir mal einen kurzen Blick auf eine kleine Map gegönnt und es sieht mir auch eher aus wie ein Ausgang aus einem anderen Gebiet. Oder man kriegt ihn von dieser Seite nicht geöffnet. Habe ich auch so jetzt nicht so viel zu gefunden. Aber in meiner ganzen Suchaktion habe ich tatsächlich hier ganz rechts oben sogar noch einen Durchgang entdeckt. Ah, aber auch hier ist zu. Na gut, ich vermute mal, okay, das wird ähnlich geartet sein wie die Tür links unten. Also hier scheint... Ich gehe mal davon aus, dass die Türen irgendwann von der anderen Seite aufgehen. Aber ganz genau weiß ich es nicht. So, jetzt gehen wir zumindest nochmal... nach Brinstar. Beziehungsweise hierhin. Hier habe ich nämlich auch noch was entdeckt. Oh. Geht es hier auch mit normalen Bomben oder nur mit Powerbomben? Ah, es geht auch mit normalen Bomben. Hier kann man nämlich auch noch mal runter. Das habe ich mit einer Powerbombe schon rausgefunden. Mal gucken, was sich uns hier noch ergibt. Ach, okay, noch mehr Missiles.
Auch durch diesen Raum da oben wollte ich mich nochmal durchbomben eigentlich. Aber ich habe festgestellt, die Powerbomben reichen eigentlich auch ganz schön weit. Aber gut, die Räume hier sind trotzdem lang. Mal gucken, wenn ich hier auf jede zweite Säule nochmal eine Powerbombe drauflege, ob sich hier nochmal irgendwas ergibt. Vorteil ist, gehen auch diese Space Pirates drauf. Ne, hier scheint sich nichts Relevantes ergeben zu haben. So, jetzt wollte ich hier in diesem Fahrstuhlraum auch nochmal bomben. So, und jetzt fahren wir nochmal hier runter. Das war ja eigentlich mal unser eigentlicher Plan gewesen. Eigentlich wollte ich auch hier so unten wieder einsteigen, nachdem ich mir Powerbomben geholt habe. Aber nun gut, der Plan ist nicht ganz aufgegangen. So, aber man hat hier gesehen, auch hier in der Decke hang ja irgendwo auf einmal ein Missile-Container rum. Man müsste hier eigentlich alles abbomben. Aber ich habe halt nur einen begrenzten Bombenvorrat, ja. Und wie gesagt, ich muss jedes Mal im Moment zu meinem Raumschiff zurück. Das nervt natürlich so ein bisschen. So, aber hier gab es was zu bomben. Nummer 1. Gar nicht so viel, was hier weggegangen ist. Oh nein! Oh, wir konnten da drauf stehen. Aber es hilft uns alles nicht weiter. Ich sehe weder. Auf dem Kartenausschnitt, dass es da oben weitergeht. Das heißt, ich werde es eh wieder vergessen. Noch schaffe ich es mich mit einer Bombenkette, glaube ich, bis da hoch zu bomben. Dafür ist das Timing hier in Super Metroid echt zu hart. Boah. Ja, keine Ahnung. Man könnte eventuell noch höher kommen, aber ich wundert auch, dass dieser eine Block hier nicht so weggegangen ist. Ich hätte es nur gerne, dass die Karte da oben das einmal anzeigt, ja, dass man daher kann, aber das will sie mir nicht gönnen. Naja, irgendwann muss man da eigentlich entweder mit so einem Fliegesprung oder man muss da auch mal von oben auskommen. Hier war nur ein Vor. Ich frage mich, warum der Punkt eigentlich auch in so einem Raum nicht weggeht, ne? Wenn man hier alles eingesammelt hat. Ach, hier wollte ich auch nochmal. Gut, dass wir nochmal hier reingegangen sind. Aber hier sieht man so zumindest nichts. Oder deckt die Bombe gar nicht alles auf? Was man auch mit sonstigen Fähigkeiten aufmachen könnte. Jetzt haben wir noch eine Bombe. Die will ich auf jeden Fall hier ganz links einsetzen. Hier hat man ja auch schon irgendwas gesehen. Oh, hier ist ein komplett neuer Gang aufgegangen. Oh, nice. Noch ein Powerbomben-Container. Immerhin das. Immerhin das. So, geht's hier noch weiter? Man sieht direkt, hier ist ein weiterer Raum. Okay, hier scheint es noch weiter zu gehen. Interessant. Und hier ist eine blinkende Tür, die da mal aufgeht. Wo sind wir jetzt? Hier sind wir auf jeden Fall schon mal irgendwann gewesen, offensichtlich. Ach so, das war so eine Powerbomben-Tür. Okay, jetzt haben wir irgendeine Verbindung aufgemacht, die vorher nicht existiert hat. Sind wir jetzt eventuell schon irgendwo da zum Beispiel, wo noch so eine braune Tür war, wo wir nicht durchgekommen sind? Da links irgendwo überall. Ich habe so ein bisschen die Orientierung von. Da ist eine Bombenaufladestation auf jeden Fall. Okay, dann bräuchten wir von hier aus nicht immer unbedingt zu unserem Schiff zurück, wie ich sehe. Die Missile-Aufladestation hoffe ich mal, dass sie auch die Mega-Missiles mit auflädt. Okay, Leute, aber ich glaube,
Hier haben wir jetzt erstmal genug Zeit verbracht. Wir gucken jetzt beim nächsten Mal weiter, ob wir in diese Räume da irgendwo reinkommen oder in diesen Arm da unten, den man sieht. Da ist auch noch was zum Energieaufladen. Da ist auch noch mal so ein einzelner Raum, weil sie auch nicht mal wieder gesperrt war. Vielleicht gehen wir noch mal ganz links hoch zu der Missile Station und dem Safe Station. Rüsten uns da noch mal aus, wenn es geht, hoffentlich. Gucken, ob wir in diesen blauen Raum da reinkommen. Gucken, ob wir in die beiden da reinkommen. Bomben uns hier ein bisschen durch die Gegend. Hier links ist ja auch noch ein Gang, wo man nicht sieht, wie man da reinkommt. Und da unten auch, ja, Leute. Aber das ist der Plan fürs nächste Mal. Also, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir noch ein Däumchen nach oben oder eventuell so ein Abo da. Ich sage erstmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.